Heute geht es mal wieder um eins unserer Lieblingsthemen. Es geht um die GEZ, ehemals GEZ, heutige Haushaltsabgabe. Und damit herzlich willkommen bei Nuviso, liebe Zuschauer. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen, der sich dieses Thema wirklich sehr ernst zur Brust genommen hat. Und ich freue mich sehr auf den Talk mit dem Christoph Kobe aus Hamburg. Moin, moin, Christoph. Ja, hallo, Robert. Moin, sagt man doch bei euch so, ja? Ja, ich habe das tatsächlich gerade gestern gelernt, dass es wohl ursprünglich irgendwie sogar abwertend ist, dass wenn irgendwelche Leute aus der oberen Schicht da vorbeigekommen sind, und dann sagten die Bauern, wenn die irgendwas wollten, ja, ja, moin, moin, was so viel heißt wie leck dich am Arsch, leck mich am Arsch. Ich bin dann jetzt gerade dazu übergegangen, eher auf guten Tag umzusteigen. Guten Tag. Aber in Hamburg wirst du das nicht durchsetzen. Das ja, das werde ich merken, ne, weil mir die Sprache auch sehr am Herzen liegt und vielleicht recherchiere ich das nochmal. Ich mag den Hamburger Slang. Ich habe ja lange in Bremen gelebt und habe auch Freunde in Hamburg. Ich mag das steife Brise mäßig. Ich kann mir ja mal ein bisschen Mühe geben, ein bisschen anders zu sprechen, so dass ihr hier auch was davon habt, dass ich aus Hamburg komme. Aber normalerweise sagt man mir auch nach, dass ich also sehr klar spreche. Da fragen die Leute, kommst du wirklich aus Hamburg oder Hannover? Na, dann lass uns mal schnacken hier. Ne? So. Ja. Du bist ein Aktivist in Sachen Haushaltsabgabe, aber das warst du nicht immer. Du hast studiert vorher, du bist Diplom-Ingenieur für Informations- und Elektrotechnik. Genau, richtig. So habe ich es gemacht. Und Fachhochschule. Fachhochschule. Trotzdem, hast einen Ingenieur gemacht, Hut ab. Und du bist schon lange jemand, der sagt, hier läuft gewaltig was schief in unserem Lande, hier müssen wir irgendwas ändern. Richtig. Und wir haben uns lange vorher schon unterhalten, also wir haben mehrfach lange telefoniert miteinander. Und da hast du mir gesagt, du hast in deiner, naja, nicht Jugend, aber schon vor einigen Jahren, hast du eine drastische Erfahrung gemacht mit diesem System, wo dein Bild auf unsere Gesellschaft plötzlich eine ganz andere Färbung bekommen hat? Ja? Kannst du vielleicht mal erklären, was damals passiert ist und inwieweit dieses Ereignis damals dein Bild auf unsere Gesellschaft heute so verändert hat? Ja, gern. Es war so, ich war 20 Jahre alt, es war also 2002. Da hatte ein Freund von mir zu Weihnachten, glaube ich, einen Camcorder geschenkt bekommen. Das war also vor der Handyzeit, wo jeder Videos aufnehmen konnte. Und wir wollten irgendwas zusammen aufnehmen, brauchten Spielzeugpistolen, haben uns Spielzeugpistolen gekauft, haben irgendwas mehr oder weniger Blödsinniges aufgenommen und wollten dann am Abend noch zum Alstervergnügen fahren. Und er sagte dann, ja, ich nehme mal meine Spielzeugpistole mit. Ich sage so, ich habe manchmal so Vorahnungen und merkte schon, da kommt irgendwas. Ja. Schlechtes Bauchgefühl, aber konnte ihn dann auch nicht davon abhalten. So, ich bin gefahren, er auf dem Beifahrersitz und spielte dann rum mit dem Ding, Fenster runter. Boah, hast du gesehen, wie der geguckt hat? Und nicht so nur, oh, hör bloß auf damit. So. Es kam, wie es kommen musste. Polizei kam uns entgegen, wendete 50 Meter hinter uns, fuhr an uns vorbei, guckte natürlich auch. Irgendwann haben sie uns dann mit vorgehaltener Maschinenpistole auf der Autobahn mit 6 Einsatzwagen angehalten. Ups. Und der Kollege sagte dann auch, guck mal da, die filmen. So, und ich guckte dann und lächelte in die Kamera, genauso wie ich das jetzt auch mache. Also ungefähr. Nicht Polizei, sondern es war ein Fernsehteam vor Ort. Dann, anscheinend. Ja? Ich habe das nicht so hundertprozentig realisiert. Das war ja auch ein bisschen Stresssituation für mich und ich war auch erst 20 und auch das hier ist immer noch so ein bisschen stressig. Ich bin leicht aufgeregt, ne? Ist klar, mein erstes Interview hier bei Nuviso. Ich freue mich auch total, bei dir zu sein. Aber damals war ich Neuling in dieser Welt. Mein Vater war selbst Polizist, ist jetzt im Ruhestand und wenn man dann da wirklich auf der Autobahn so angehalten wird mit 6 Einsatzwagen, da habe ich wirklich nicht drauf geachtet, ob das jetzt ein richtiges Hoher Fernsehteam Puls, war. Ja, in dem Moment. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. So, und am Abend rief dann, dann gab es noch die Aktion mit Polizei, Zelle, Gefängnis. Der Kollege durfte dann noch ins Polizeipräsidium zur Identifizierung, Fingerabdrücke, Fotos, weil er keinen Personalausweis dabei hatte. Aber die haben dann schon geschnallt, dass das einfach nur ein Gag war und eine Spielzeugpistole und die haben dann nicht das ganze Terrorprogramm abgefahren. Ja, oder? Das ist halt immer die Frage, wer das tatsächlich genau geschnallt hat. Also da ist meines Erachtens eine ganze Menge schiefgelaufen, sowohl bei der Polizei als auch beim Rundfunk, als auch bei der Staatsanwaltschaft, als auch bei den Gerichten. Und das kann ich ja mal ein bisschen weiter erzählen. Also um das mal klar zu machen, der Kollege rief dann aus dem Fenster, Mann, das war eine Spielzeugpistole und der Polizist rief zurück, die hier ist echt. Okay. Das war so der Dialog, der sich da abspielte. Also wenn Sie es verstehen wollten, dann haben Sie es auch verstanden. Jedenfalls am nächsten Abend rief dann mein Onkel, meine Mutter an und sagte, du, der Christoph, der war gerade im Hamburg-Journal, im Fernsehen. Okay. So, und dies und das und jenes. Und ich habe mir dann vom NDR den Bericht zuschicken lassen und habe mir den mal angeguckt.
Und das war ziemlich harter Tobak. So, da hieß es Schießerei auf der Autobahn. Die Polizei hat gestern Abend in Hamburg-Harburg zwei 20-Jährige festgenommen und so weiter und so fort. Also eine Falschmeldung nach der anderen. Also die haben nicht gebracht, dass da ein Missverständnis war wegen Spielzeugwaffen, sondern die haben von einer Schießerei gesprochen. Die haben von einer Schießerei gesprochen. Okay. Es ist auch so, muss man der Vollständigkeit dazu sagen, dass ich noch eine Gaspistole im Auto liegen hatte. Die war aber auch nicht geladen in dem Sinn, so dass sie dann am Ende sogar zwei Pistolen zeigen konnten. Eine kleine Gaspistole, die wirklich ungefährlich aussah, und eine große Spielzeugpistole, die wirklich gefährlich aussah. Aber wenn man genau hinguckte, dann sah man am Ende sogar noch hier dieses Ladeding für diese Platzpatronen, die auch nur Peng, Peng, Peng machen. Ja, ne? Verstehe. Ja. Aber der NDR hat da draus natürlich eine Riesen-Story gemacht mit Schießerei und Waffen und gefährlichen Jugendlichen. Also so ein richtiges Angstszenario, wo sich der Durchschnittsdeutsche vielleicht denkt, oh mein Gott, wie verkommen ist unsere Jugend heutzutage. Okay. Und wie ging es weiter, die Situation? Habt ihr dann eine Anzeige bekommen? Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft? Genau, also die Staatsanwaltschaft, das ist auch irgendwie sehr abstrus gewesen, wie ich finde, weil es Zeugenaussagen gab von mir, meinem Kollegen und auch demjenigen, der die Polizei gerufen hatte, weil er sich bedroht fühlte. Und in den Zeugenaussagen stimmte halt alles überein. Die eine Gaspistole, die war eben braun, die andere große Spielzeugpistole war silberschwarz. Und alle hatten von einer silberschwarzen Waffe gesprochen. Und die Staatsanwaltschaft hat dann gefordert, die Führerscheine zu entziehen und andere Strafen, wo ich mich dachte, was geht denn hier ab? Was macht denn die Staatsanwaltschaft hier? Also alle sind auf dieses Thema eingeschwenkt. Ja, komplett. Große Paniknummer in den Medien, als auch vor Gericht und so weiter. Ja, also auch die Staatsanwaltschaft, die hat da irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Einzelfall war, mittlerweile habe ich eher den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, anscheinend Spaß daran, auf irgendwelche Leute einzuschlagen. Wie hat dein Umfeld reagiert? Relativ gelassen. Ja, mein Vater war entspannt. Also mein Vater, Polizist? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das war sowieso auch bei der Polizei, da ist einiges schiefgelaufen. Ich sagte, kann ich mal bitte telefonieren? Hat meinen Vater angerufen, die haben mich ja in der Zelle geschmissen. Und mein Vater fragte, was haben Sie denn da ins Wachbuch als Grund eingetragen dafür, dass Sie meinen Sohn in die Zelle gesteckt haben? Und dann sagte der Polizist so, naja, gar nichts. Okay. So, und das ist eben auch so wie... Mein Eindruck, so ist gearbeitet worden bei der Polizei, so ist gearbeitet worden bei der Staatsanwaltschaft, so ist gearbeitet worden beim Rundfunk. Und leider ist auch vor Gericht nicht anständig gearbeitet worden, in meinem Fall. Und ich kürze es jetzt mal ein bisschen ab, die ganze Erfahrung. Das war auf jeden Fall für dich ein, sagen wir mal, prägendes Ereignis. Definitiv. Dieses Erlebnis hat deinen Blick auf unsere Gesellschaft, wie das System funktioniert, wie die Rädchen ineinander gehen, maßgeblich verändert, mehr oder weniger. Also du bist ja hier Zeuge geworden von einer gewissen Manipulation von einem Vorgang. Ja. Ich habe das damals noch gar nicht so richtig wahrhaben oder realisieren wollen. Dann sagten natürlich auch alle und mein Vater, ja, das ist ein Missverständnis, es kann mal passieren. Mhm. So, und klar, wenn das ein Einzelfall ist, dann kann man natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt vorsätzlich systematisch stattfindet. Ach so, was noch ganz wichtig ist, in diesem Videobeitrag waren sowohl das Kennzeichen von meinem Auto damals, als auch eine Werbeaufschrift inklusive meiner Handynummer und unsere Gesichter deutlich erkennbar. Also die waren nicht geschwärzt. Mhm. Das heißt, der NDR hat da, wenn man freundlich ist, sehr schlampig gearbeitet. Okay, man müsste das ja alles verpixeln normalerweise. Ja, selbstverständlich. Okay. Es ist eine Persönlichkeitsrechtsverletzung, die aus meiner Sicht da stattgefunden hat. Und ich habe dann auch noch versucht, den NDR da vor Gericht zu ziehen, aber der Richter hat dann gesagt, der Beitrag entspricht doch der Wahrheit. Und ich war völlig platt, ich war so baff. Mittlerweile würde ich dem Richter anschauen und fragen, wie heißen Sie eigentlich, haben Sie den Beitrag überhaupt gesehen? Aber ich war 20 und unerfahren in dem Bereich. Und ja, so das richtige Erwachen kam eigentlich erst, sag ich mal, das so realisieren, dass das System hat, kam mit den Mahnwachen 2014, an denen ich mich dann beteiligt habe. Mhm. Also du warst schon ein kritischer Geist, eben durch dieses Ereignis damals, aber so politisch aufgewacht wirklich bist du dann auch im Rahmen Ukraine-Krise, Mahnwachen, Friedensarbeit und so weiter. Richtig, also kritischer Geist war ich, glaube ich, auch schon vorher, dadurch natürlich besonders. Und da habe ich dann eben auch andere Menschen getroffen, die ähnliche Erlebnisse hatten. Ja. Und auch ein bisschen Zusammenhänge wirklich aufgezeigt haben. Warum passiert sowas eigentlich? Wer zieht da im Hintergrund möglicherweise die Fäden? Mhm. Unser Gespräch soll ja hauptsächlich um Medienkritik gehen oder vielmehr Kritik am System, wie mit Medien bei uns umgegangen wird. Wir haben seit vielen Jahren diese Diskussion, dass ein System bei uns existiert, das die Menschen zwingt zu einer Abgabe.
dass wir quasi den Rundfunkbeitrag leisten müssen, egal ob wir ein Empfangsgerät zu Hause haben oder nicht. Früher war es eben die GEZ, jetzt ist es die Haushaltsabgabe. Es gab eine Änderung, da kommen wir gleich noch drauf. Aber warum siehst du denn dieses System generell für falsch an? Gleich mal so die große Frage vorweg. So, was denkst du, was da der große Fehler ist bei diesem System? Ja, das kann ich, glaube ich, an meiner Klage festmachen. Ich habe ja selber gegen die Haushaltsabgabe geklagt. Mhm. Du hast selber verweigert die Zahlungen? Ja, nach wie vor. Also, seit wann? April 2013. Also ich hatte denen noch irgendwie diese neue SEPA-Einzugsermächtigung erteilt und habe mich dann später auch gefragt, was soll das eigentlich? Weil ich im GEZ-Boykott-Forum gelesen hatte, dass es eben relativ einfach möglich ist, dagegen zu klagen. Und der Weg ist, die Zahlung erstmal einzustellen und dann melden die Öffentlich-Rechtlichen sich. Mhm. Aber zurück zu deiner Frage, wo das Hauptproblem ist. Also das Hauptproblem ist meines Erachtens, dass die Medien ihrem Auftrag nicht gerecht werden. Mhm. Der ist im Rundfunkstaatsvertrag festgelegt. Das heißt, dass solche Beiträge wie meiner gemacht werden. Mhm. Ja, das heißt, es werden einfach unschuldige Bürger genommen, die vielleicht, ich sag's mal, in einer ungünstigen Situation sind. Und dann wird da draufgeschlagen und Angst verbreitet. Das hat man ja eben genau gesehen bei diesen Pegida-Demonstrationen, Aufmärschen ist ein falsches Wort, bei diesen Kundgebungen, ja, ich will es jetzt gleich mal nicht so negativ belegen, sondern also bei diesen ganzen Bildern, die man eben damals gesehen hat, die Mahnwachen und so weiter, da wurden viele Fernsehteams hingeschickt und man hat eben so lange draufgehalten mit dem Record-Button, bis dann irgendeiner kam, der sich nicht so günstig ausdrücken konnte, der echauffiert war, der seinen Unmut in die Kamera geschrien hat. Und dann lief es nicht nur bei der Heute-Show, sondern auch beim Heute-Journal und so weiter. Und das meinst du eben mit Rundfunkstaatsvertrag, zum Beispiel? Ja, also letztendlich mit Berichterstattung, die mit Qualitätsjournalismus nichts mehr zu tun hat. Mhm. So, also dass sie sich an ihre eigenen Grundsätze nicht halten. In dem Fall kann man natürlich noch fragen, derjenige, den sie da vor der Kamera hatten, war das wirklich einer von der Demonstration oder haben sie den vielleicht sogar noch selbst dahin geschickt? Mhm. Mhm. Also das ist für dich mit der Hauptgrund auch, warum du sagst, ich kann das nicht unterstützen. Ja, letztendlich auch, weil diese Berichterstattung, sage ich mal sehr vorsichtig, in Richtung Russland- und Ukraine-Krise ja alles andere als sachlich ist. Und die Medien sind ja laut § 10 Rundfunkstaatsvertrag zu sachlicher, unabhängiger Informationsverbreitung verpflichtet. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, im Rundfunkstaatsvertrag, ob das Gesetz ist. Ich würde mal sagen, das hat für mich den gleichen Stellenwert wie ein Gesetz. Ja. Wenn eine öffentliche Anstalt das in den eigenen Statuten drin stehen hat, dann ist das für mich genauso viel wie, du darfst nicht stehlen. Ja, so. Ja, schönes Beispiel. Ja. Ne? Und dagegen verstoßen sie wiederholt und immer in gleicher Weise, sodass sich mir der Verdacht aufdrängt oder das ist für mich, sag ich mal, als Ingenieur, wenn ich das wissenschaftlich betrachte, kann ich eigentlich nur noch zu dem Schluss kommen, dass das Vorsatz ist. Mhm. Was wir ja in hundertfacher Bestätigung immer wieder haben, jede Woche. Ja. Gerade jetzt auch mit der neuen Wahl in der Ukraine. Und also ich muss nur einmal die Tageszeitungen aufschlagen und finde dafür ein Dutzend Beispiele jeden Tag eigentlich. Ja. Und das ist so frappierend, das ist so auffällig, dass das den Leuten schon gar nicht mehr klar ist eigentlich. Ja, sie gewöhnen sich dran. Ne? Also wenn man das langsam macht, das ist ja wie dieser Frosch im Mixer oder Salami-Taktik. Nicht im Mixer, ich glaube, das würde ja sehr schnell. Im Kochtopf. Im Kochtopf, danke. Ja, beim Mixer wird das wahrscheinlich schneller merken. Gell? Aber ich weiß, welches Bild du meinst. Ja? Dass man also die Ungerechtigkeit sich so langsam einschleicht, dass es gar nicht als ungerecht oder als falsch wahrgenommen wird, sondern dass es der Normalzustand ist. Ja. Die Russen sind ja die Bösen. Ja, genau. Das habe ich ja 20 Jahre lang gehört jetzt. Ja. Es gibt da einen sehr schönen Spruch von Mark Twain dazu, und zwar lautet der: Die Lüge ist schon dreimal um die Erde gelaufen, bevor die Wahrheit sich die Schuhe anzieht. Mhm. Yeah. Okay. Und diese Situation haben wir, glaube ich, jetzt, dass also wirklich über Jahrzehnte gelogen worden ist und die Menschen auch also das kritische Denken aberzogen bekommen haben durch die öffentlich-rechtlichen Medien auch. Wie müsste das dann jetzt reformiert werden? Also du sagst, oder anders gefragt,
Bist du per se gegen eine Abgabe oder bist du nur gegen die Abgabe, weil damit falsch gehandelt wird? Also würdest du sagen, ein objektives, neutrales Fernsehen verdient auch eine gewisse Unterstützung oder muss von den Bürgern selber getragen werden? Worum geht es dir dabei? Ist es die Manipulation, die man erfährt, oder ist es einfach, was ist dein Standing? Also das System, erstmal das Standing, das System, so wie es jetzt ist, ist definitiv völlig kaputt. Mhm. Ich finde, dass es wichtig ist, dass Menschen unabhängig und sachlich informiert werden. Ich halte es für den falschen Weg, dafür eine Zwangsabgabe zu verwenden, weil ich glaube, dass die Menschen für ein gutes Informationssystem auch bezahlen würden, freiwillig. Mhm. Also da sind wir jetzt vielleicht direkt bei Nuovisio. Oder auch nochmal zurück, ich habe ja die Schwarzzahler gegründet, also so ein bisschen organisierten Widerstand. Und unser Hauptziel ist einfach die Abschaffung dieses rechtswidrigen Rundfunksystems, wie wir es jetzt haben. Da komme ich gleich auch nochmal zu dieser Rechtswidrigkeit. Und die Etablierung eines neuen Systems. Mhm. Und für mich sieht ein neues System so aus, dass Menschen freiwillig bezahlen. Genauso wie sie das auch bei einer Zeitung beispielsweise tun. Mhm. Ja, dass sie sagen, ey, Nuovisio finde ich geil, Robert Stein, der macht gute Beiträge, da lerne ich richtig was bei, da habe ich gute Laune danach, wenn ich das sehe, da fühle ich mich gut informiert, im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen, wo ich nach der Tagesschau wahrscheinlich nur denke, oh mein Gott, wie schrecklich schlecht ist die Welt. Mhm. Und ich sag mal, ihr werdet ja auch crowdfinanziert und das ist, denke ich, der richtige Weg, wie ihr das macht. Mhm. Nur ist die Frage, ob, wenn man das jetzt als freiwillige Leistung auf freiwilliger Basis machen würde, ob es dann so viele Leute gäbe, die das machen. Ob, selbst wenn sie es gut finden würden. Also unsere Erfahrung ist im Internet, Crowdfinanzierung ist gut, aber bei weitem nicht so, dass das wirklich ein System trägt. Und wir sind ja hier wirklich low budget. Ja. Wenn die Öffentlich-Rechtlichen auf freiwillige Zahlungen angewiesen werden, dann könnte sich der MDR da drüben in Leipzig keinen so einen Turm hinstellen. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja, klar. Da würden nicht 8 Milliarden oder 7 Milliarden reinkommen jedes Jahr, sondern vielleicht noch 200 Millionen, wenn überhaupt. Gut, aber bei anderen Systemen funktioniert das ja auch. Ich bin jetzt überhaupt nicht auf dem Laufenden, was so das Fernsehen angeht. Ich sage mal, ich bin ganz schlecht desinformiert, weil ich die letzten Jahre keinen Rundfunk konsumiere, kein Fernsehen gucke, kein Radio. Das ist aber ein guter Ausdruck. Ja, ich bin ganz schlecht desinformiert. Ja, genau. Ich frage mich nur, ob das wirklich funktionieren würde. Also weil ich sehe es eigentlich auch, es müsste auf dieser Basis sein, dass die Leute sagen, ich schaue gerne Dokus an über Sibirien oder Südamerika, ich möchte etwas sehen über irgendein alternatives Abfallrecycling-System, weißt du, neutrale Berichte ohne politischen Spin und so weiter. Ich habe auch selber, muss ich gestehen, ein großes Faible für Fernsehen. Ja? Ich mache selber Fernsehen, ich arbeite in den Medien auch, ich bin dabei bei Produktionen, da passiert sehr viel Gutes und auch viel Informatives. Mir geht es wie dir um den Spin. Ja. Um die ständige Kriegshetze, um diese Transatlantifa, die sich hier so, ja, das habe ich von Kollegen Fiedler und Pohlmann mir ausgeliehen, ja, das sind die Transatlantifa, dass dann einfach eine Marschrichtung durchgegeben wird und die wird einfach eins zu eins umgesetzt. Krasses Beispiel. Ich würde gerne nochmal zu deiner Frage zurückkommen, ob ich glaube, dass das funktioniert. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Man muss es den Leuten nur richtig verkaufen. Also ich glaube, es ist keine... Das wäre eine Methode, ja. Ja, also das halte ich für ganz wichtig, den Leuten auch ganz klar zu sagen, es gibt aktuell nur die Privaten, die Öffentlich-Rechtlichen und die Crowdfinanzierten so. Ansonsten gibt es nichts. Und die Crowdfinanzierten wie Nuovisio sind die einzigen oder die alternativen Medien, sag ich mal, auch viele Leute, die das komplett aus der privaten Tasche bezahlen, sind die einzigen, die im Moment gefühlt vernünftige Berichterstattung machen, jetzt mal abgesehen von ein paar netten Tierdokumentationen oder so. Und ich glaube, wenn die Leute den Einfluss bekommen, da auch mitzuentscheiden bei der Programmgestaltung, das ist ja im Moment überhaupt nicht gegeben bei den Öffentlich-Rechtlichen. So, da wird das Geld ja den Leuten regelrecht weggenommen. Mhm. Und die Öffentlich-Rechtlichen machen damit mehr oder minder, was sie wollen. Mhm. Das ist ja die Situation. Aber in dem Moment, wo man dem Publikum wirklich den Einfluss gibt und beispielsweise sagt, wollt ihr Kriegshetze gegen Russland? Wollt ihr Tierdokus oder wollt ihr Steinzeit gucken? Mhm. Und dass man da die unterschiedlichen Töpfe aufmacht. Und ich denke, dann wird man sehr schnell sehen, wo das Geld hinfließt. Oder wenn man jetzt mal bei dem Thema bleibt, ich meine jetzt Tierdoku oder Steinzeit ist natürlich
so ein bisschen schön geredet, aber man kann sich natürlich auch auf objektiver Ebene mit schwierigen Themen auseinandersetzen, so wie das beispielsweise der Daniele Ganser tut. Mhm. Der auch selten in den Öffentlich-Rechtlichen vorkommt. Ja, ja. Das ist so ein Zufall aber auch. Ja. Diese Änderung des der früher GEZ, jetzt Haushaltsabgabe, war ja 2013, ja, 2013 genau, ungefähr. Anfang 2013. Und jetzt ist die Frage natürlich, inwieweit ist denn das überhaupt rechtens? Also wenn man sich das nämlich mal im Detail ein bisschen anschaut, was du ja schon seit einiger Zeit machst, dann stellt man fest, dass also dieser Beitragsservice eigentlich gar nicht rechtsfähig ist. Und das geben sie sogar selber zu, mehr oder weniger in ihren, ja, in ihren Statuten. Das steht im Impressum der Webseite, dass sie gar nicht rechtsfähig sind. Und offen, was heißt denn das dann für dieses System? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Also ich bin jetzt kein studierter Jurist und offensichtlich weiß auch der NDR, oder also ich benutze es oft, weil ich aus Hamburg komme, NDR so stellvertretend für die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, ja. Also mich bitte jetzt nicht immer bei jedem NDR drauf festnageln. Das kann sein, dass ich da auch mal also die Öffentlich-Rechtlichen mit meine. Die wussten zu Beginn offensichtlich selber nicht, welche rechtliche Grundlage diese Finanzierung hat. Denn die haben in dem Mahnbescheid oder sowas in der Art, den ich bekommen habe, stand dann drin, Gebühren/Beitragsbescheid. Also es war in dem Moment, wo sie mit dem Einkassieren angefangen haben, war noch gar nicht klar, ob das eine Gebühr oder ein Beitrag ist. Das heißt, die rechtliche Grundlage hat gefehlt. Mhm. Die wird jetzt erst von den deutschen Gerichten mehr oder weniger nachgeschoben, kann man noch nicht mal sagen. Es wird einfach wild geurteilt und die Begründungen sind dann wirklich haarsträubend teilweise. Mhm. Es gibt natürlich jetzt einige Leute, die sagen, mache ich nicht mehr mit. Ja. Ich habe auf deiner Seite, oder vielmehr, du hast ja ein Video gemacht zum GEZ-Boykott, ja, und ich habe einen fantastischen Kommentar gelesen von einer Zuschauerin, die das angeschrieben hat, und zwar... Ich bin 74 Jahre jung und habe Spaß am Verweigern. Ich habe noch genug Sand für das Getriebe und keine Angst. Sollten die mich einbuchten, habe ich Zeit, darüber ein Buch zu schreiben. Habt alle mehr Mut, ihr Angsthasen. Nur so können wir das System hinwegfegen. Was ich, das ist das Beste, was ich nicht bestellt habe, zahle ich auch nicht. Und den Scheiß im TV schaue ich mir schon lange nicht mehr an. Also das finde ich jetzt wirklich, wirklich genial. Frau Ursula Schäfer, also mein Gruß an Frau Schäfer an dieser Stelle hier. Hut ab, 74 Jahre alt und ein aufrechter Rücken. Das macht natürlich nicht jeder hat nicht jeder so eine Einstellung. Also sprich, viele Leute haben Angst davor, wenn sie jetzt die Zahlungen einstellen. Ja, das Sondereinsatzkommando wird nicht gleich einrollen, aber es gibt Aber das schon ist die Angst, das ist genau die Angst, ja, genau, die geschürt genau. wird. Ne? Und es gab ja auch schon Leute, die deswegen in den Knast gekommen sind. Richtig, das war unter anderem die Sieglinde Baumert, wobei ich dazu ganz wichtig zu sagen finde, dass die von vornherein wusste, dass sie in den Knast geht, und sie ist da bewusst reingegangen. Das war eine Entscheidung von ihr. Sie hat es provoziert, mehr oder weniger, oder? Man kann das so formulieren. Ich würde eher anders sagen, sie hätte die Möglichkeit gehabt, da rauszukommen, indem sie eine Vermögensauskunft erteilt hätte. Mhm. Also in dem Moment, wo man eine Vermögensauskunft, das war der Kern. Also sie ist nicht dafür in den Knast gegangen, dass sie, in den Knast ist gut, ins Gefängnis, also das ist ja ein Druckmittel letztendlich, das dem Staat zur Verfügung steht. Und sie ist nicht deswegen eingesperrt worden, weil sie nicht bezahlt hat, sondern weil sie diese Vermögensauskunft nicht abgegeben hat. Mhm. Und ich sage immer allen Leuten, die wirklich in den Widerstand gehen wollen und nicht mehr bezahlen wollen, Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, ne? Habt den Mut. Man kann im Prinzip an jedem Punkt aussteigen, wenn, was weiß ich nicht, der Hamster stirbt oder irgendwas Schlimmes, das Stresslevel wird zu hoch und man hat nicht mehr die Energie, jetzt auch noch gegen die Haushaltsabgabe gegen anzukämpfen. Es kommt kein Sondereinsatz, Spezialeinsatz, wie die auch immer heißen. Kommando tritt einem die Tür ein, nimmt einen mit vor den Kindern, die weinen. Das sind ja diese Szenarien, die immer von den Öffentlich-Rechtlichen gezeichnet werden, die damit ihr eigenes Geld eintreiben. Also es ist schon richtig perfide, wenn man sich eigentlich mal vor Augen führt, wie die Berichterstattung da nur noch im eigenen Interesse stattfindet. Mhm. Also, aber was passiert denn da, wenn man jetzt verweigert und es kommen Zahlungen? Du hast ja auch diverse Dokumente schon bekommen. Ja. Was machst du dann im ersten Moment mit diesen Dokumenten, die dann dich daran erinnern, dass da noch was aussteht? Ja, ja, das ist also im ersten Moment, es kommt drauf an. Ne? Also bevor ich sozusagen, ich musste erstmal eine Taktik finden, wie man damit richtig umgeht. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle einfach mal das Video anschauen. Zu dem, genau, okay, Moment, Mats ab. Ja moin, hier ist Christoph mit PH von den Schwarzzahlern aus Hamburg.
Wir möchten euch mit diesem Video Einblick gewähren in eines unserer Treffen, wie wir sie alle 2 Wochen abhalten und was wir dabei so tun. Vorweg geht unser Dank an Beitragsservice, ARD, ZDF und Deutschlandradio für die lustigen Briefe, die uns so viel Freude bereiten. Viele Menschen bekommen Angst, wenn sie Briefe einer nicht rechtsfähigen Gemeinschaftseinrichtung namens Beitragsservice lesen, in denen Drohungen aller Art ohne Rechtsgrundlage transportiert werden. Aber Angst bekommen ist in diesem Fall, wie so oft, die falsche Herangehensweise. Wir zeigen euch eine Alternative für den Umgang mit den Bettelbriefen von NDR und Co. Sehr lustig, der kleine Affe, ja. Wenn ich ehrlich bin. Und ich habe gerade einen Aufkleber gesehen, den du mitgebracht hast. Ja. Weg mit der GEZ-Diktatur, würde ich doch gleich mal sagen. GEZ-freie Zone, hier können wir gleich auch mal hier hinpacken. Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein lustiger Weg, mit dem umzugehen. Ja. Aber wie kann man den Menschen, wenn sich Menschen dazu entscheiden, zu sagen, ich unterstütze diesen tendenziös manipulierenden Apparat nicht mehr. Ich will mich dem entziehen. Was kann man den Menschen für einen Rat mitgeben oder was für einen wichtigen Hinweis vor allem? Ja, das ist im Prinzip ist dieses Video genau der Hinweis, den ich den Menschen mitgeben möchte, nämlich dass Angst bekommen nicht die richtige Herangehensweise ist. Und wenn man jetzt mal so einen Brief liest, ich habe jetzt hier das letzte Gerichtsurteil mit. Das ist übrigens vom 1. April. Ja, also das ist, da habe ich ja sofort auch sich den Lachsmiley einkassiert, weil das Gericht mir ein Urteil schickt. Da steht teilweise echt ein bisschen wirres Zeug drin, aber die sind natürlich so freundlich, mir auch ein Zeichen zu geben durchs Universum, in dem das wirklich offiziell am 1. April zugestellt wird. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ich dann erstmal tue, wenn ich sowas sehe, also oder was man nicht tun darf. Ne? Ja. Also was man nicht tun darf, man darf das nicht lesen und ernst nehmen, weil das wirklich schon so geschrieben ist, die Leute, die da juristisch nicht bewandert sind, die kennen auch die Vorgänge gar nicht, die wissen auch gar nicht, hat das Schreiben jetzt eine rechtliche Relevanz oder ist es einfach nur ein Drohbrief, das habe ich ja in dem Video gesagt, Drohung aller Art ohne Rechtsgrundlage transportiert werden. Das heißt, der Beitragsservice verschickt dann in dem Fall gern auch mal Briefe, wo man Angst bekommen kann, wenn man die liest, die aber überhaupt keinen... Also da ist keine Hebelwirkung dahinter, die verpuffen wie Luft, wenn man nichts macht, dann verpuffen die einfach in der Luft. Und deswegen diese Aktion mit den Stempeln, dass man das einfach wirklich nicht ernst nimmt und ich mache das jetzt mal direkt hier mit diesem Gerichtsurteil, das ist also das Originalgerichtsurteil, da darf man dann auch keine Hemmung haben. Ne? Wir machen das, wenn wir unser Treffen haben, denn die Leute, die kommen da wirklich mit ihrem Brief und so ein bisschen Angst und was mache ich denn jetzt? Ja, sage ich, dann nimm dir mal einen Stempel. Und dann wird das erstmal gestempelt und dann guckst du dir den Smiley an, grinst sich zurück, setzt sich entspannt hin und grinst dir ein. Ich fand den Hä-Stempel fand ich noch besser. Ja, da muss man am besten, also der Hä-Stempel, der ist für bestimmte Stellen ist der immer sehr gut geeignet. Da kommen wir vielleicht gleich mal auf so... Ich meine, wenn da so ein Ding kommt, so ein Wisch kommt mit Urteil im Namen des Volkes und so. Ah, ja, das ist gut, ja. Also im Namen des Volkes, ne? Also was bitte? Hä? Also, kann man das so gut sehen? Ja, das ist nicht im Namen des Volkes, sag ich. Ja. Ja, meine freie Meinungsäußerung hier in einem freien Medium. Ja. GZ-frei, haushaltsabgabefrei. Aber nochmal, ich stelle mir jetzt vor, ich selber verweigere die Zahlungen. Dann kommt irgendwann der Schrieb an und ich muss mich erstmal von meiner Familie rechtfertigen, dass ich das jetzt möchte, diesen Kampf in Anführungszeichen. Musst du das? Jein,
Ja und nein. Du kannst dich auch souverän hinstellen. Also das ist immer der Punkt, ne? Wir Wie haben man mehr selber damit. Familien, mehr Generationenhaushalt Ja. und da ist es ein bisschen anders. Ah, Also, okay. ja, also von dem her gesehen ist es nicht so einfach. Ja. Aber wenn jetzt jemand einfach die feste Überzeugung hat und sagt, so, ich bin jetzt da durch damit und so, wie geht's los? Also erstmal, wie es im Film zu sehen war, zurückschicken das Ganze, oder? Nein, man muss das nicht zurückschicken. Das Erste, womit es losgeht, ist einfach die Zahlung verweigern. Also wenn man eine Einzugsermächtigung hat, die zu widerrufen, wenn man die erteilt hat. Okay, erster Schritt. Ja, Erster ja, Schritt, ja. genau. Und dann wird das System irgendwann Die aktiv werden sich werden. Die melden, die merken, wollen Geld Moment, da haben. kommt nichts mehr, da leuchtet ein Lämpchen auf am Computer. Der Genau. Herr Kobe aus Hamburg hat nicht mehr bezahlt. Brief geht Genau. Also raus, ja. letztendlich geht es auch hier wieder darum, sich selber keine Arbeit zu machen. Es ist ein Ressourcenspiel, ja, wie so oft. Die versuchen mit solchen Briefen Angst zu schüren und also die Ressourcen der Zuhörer zu verschwenden, kann man sagen. So. Das heißt, das erste Ziel ist erstmal, den Ball zum Gegner zu spielen. Sozusagen, ich zahle nicht. So. Und die melden sich. Und dann kommen die Briefe, die Androhung der Zwangsvollstreckung. Also erstmal kommt so ein Beitragsbescheid. Oder nicht erstmal. Es war bei uns damals so, die haben Briefe geschrieben. Ich denke mal, das hat sich ja mit der Zeit auch geändert. Bei uns war das 2013 bis 2015 so die heiße Phase, wo wir wirklich sehr viel gemacht haben. Und da haben die noch sehr viele Briefe geschrieben. Ich denke mal, mittlerweile sind sie da sehr viel schneller dann auch wirklich bei den rechtlichen Dingen, die wirklich Hand und Fuß haben, weil sich rumgesprochen hat, dass diese Drohbriefe einfach wirkungslos Wirkungslos sind. bleiben, ja. Ja, genau. Noch ein kleiner Punkt, du hast vorhin gesagt, man kann jederzeit aussteigen. Ich erinnere mich vom Vorgespräch, da hast du den Gedanken auch mal gezeichnet. Und zwar sollte man die Beiträge, die man zahlen sollte, einfach zur Seite legen, dass wenn man aussteigen möchte und dann so eine Zahlung ansteht, dass man die dann direkt überweisen kann. Das heißt, ich glaube, das habe ich bei einem Gespräch mit dir neulich mal aufgeschnappt, weil du gesagt hast, wenn jemand diesen Kampf möchte Ja. und dann der tote Hamster kommt eben, Ja. dass man dann plötzlich nicht 500 € irgendwo herziehen muss, Na sondern klar. man legt das Geld einfach zur Seite Richtig. und gibt es dann zurück mit ein paar Mahngebühren Ja. obendrauf und ist aus der Nummer raus, mehr Ja. oder weniger. Ja. Ja, ich erinnere mich, dass wir das vorhin gerade noch gehabt haben. Ja. Also nur falls jemand dieses Experiment mal anfangen Klar, auf jeden möchte, Fall. muss er keine Angst davor haben, weil das Genau. Geld muss er sowieso irgendwie erstmal zur Seite legen, ja. Also der Jens von Große Freiheit TV, mit dem ich auch schon mal ein Interview gemacht habe, der hat das ganz clever gemacht. Der hat damals das Geld in Bitcoin investiert und ist damit richtig reich geworden. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen kann, der hat das genau richtig Ja, gemacht. Der hat okay. die Zahlung verweigert, der hat sich auf seine eigenen positiven Ziele konzentriert und hat sozusagen noch einen richtigen Vorteil aus diesem Rundfunksystem gezogen. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen, dass wir wirklich uns auf die positive Energie fokussieren, wo wir hin wollen. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Es ist natürlich so, dass die meisten Leute eben immer noch diese, naja, diese Androhung von Staatsmacht im Rücken haben. Deswegen trauen sich so viele Leute auch, nicht so viele Leute, dem zu widersprechen. Hast du irgendeine Zahl? Was denkst du, wie viele Leute mittlerweile schon gesagt haben, ich verweigere die Zahlungen in Deutschland? Gibt's da Es eine? gibt offizielle Zahlen von den Rundfunkanstalten, wie viele Menschen im Rückstand sind mit den Zahlen. Ich weiß, dass es schon vor 1, 2 Jahren über 1 Million waren. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das auch wirklich 1 Million Verweigerer sind. Also ich habe nur so viel weiß ich, weil es auch manchmal einfach sein kann, dass die Leute zu spät bezahlen. Die fallen dann da auch mit rein. Also ich habe keine wirklich konkreten Oder greifbaren Leute, die Zahlen. wirklich kein Geld haben, Ja gut, die das kann auch natürlich dann auch vorkommen. aus wirtschaftlicher Not einfach sagen, nee, also mache ich jetzt nicht. Da können Ja. Sie ruhig einen Brief schicken, ich muss meine Kinder füttern. Ja, Ja. das kann natürlich auch sein. Ja. Also 1 Million Menschen ist schon was. Ja. Ich denke mal, das wird sich in der Größenordnung bewegen, ja. Aber wie viele müssen es denn sein, dass das System wirklich, also dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich ernsthaft darüber nachdenkt, eine Reform anzugehen? Das müssten dann schon 10 Millionen sein, oder? Wie viele Beitragszahler gibt es Das insgesamt? weiß ich gar nicht. Das kann ich dir so genau nicht sagen. Ich war eben noch mal beim Thema, da hatten wir, glaube ich, noch eine offene Frage, so diese Gewaltandrohung vom Staat. Komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Ja, ich habe den Gedanken auch verloren, aber mir geht es einfach nur darum, wie kann man Menschen die Angst nehmen? Ja, also zum Richtig, einen, das war's. genau, ja, So, das. und zwar einfach mal in die Realität schauen. Einfach mal raus in die Realität schauen und vergleichen, wo wir hier leben in Deutschland. Wir leben jetzt noch
in einem Land, in dem es per Gesetz offiziell Meinungsfreiheit gibt, in dem ich mich offiziell hier hinsetzen kann, in dem wir unsere Meinung öffentlich kundtun können. Und ich gehe davon aus, dass ich heute Abend heil zu Hause ankomme, mich ins Bett legen kann und mir aufgrund dieses Interviews hier nur ein schöneres Leben beschert wird, weil Leute sich freuen, gut informiert zu werden. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. So, ich bin einfach der Meinung, dass wir sehen müssen, dass wir diese Rechte jetzt, und ich sage noch, haben, weil ja diese ganze Kontrollapparatur mittlerweile im Aufbau ist, diese Überwachung und so weiter und so fort. Und die zielt meines Erachtens ganz klar darauf ab, die Staatsgewalt noch weiter zu stärken und kritische Stimmen zu ersticken. Ich meine, wir haben einen ganz aktuellen Fall, ist noch gar nicht so lange her. Die Pressefreiheit wird mehr oder weniger zu Grabe getragen gerade. Ja. Das krasseste Beispiel ist Julian Assange, der aus seinem politischen Asyl in der Botschaft von Ecuador in London herausgeschleppt worden ist und wird jetzt im Schauprozess wahrscheinlich zum Opfer fallen. Er wird auch von den anderen Journalisten, die alle gut Kasse gemacht haben mit seinen Geschichten vorher, wird er fallen gelassen. Ich frage mich, ob denen eigentlich bewusst ist, dass sie ihre eigene Arbeitsgrundlage damit vernichten, ja, indem sie ihn schlecht schreiben. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, vielen ist das tatsächlich nicht bewusst. Da machen sich viele Menschen keine Gedanken darüber, was das langfristig für Folgen hat. Also was Pressefreiheit eigentlich für ein hohes Gut ist eigentlich in einer Gesellschaft. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen in den letzten 30 Jahren signifikant daran mitgewirkt haben, das eigene Denken, also das freie, logische Denken abzuschaffen oder es stark zu reduzieren. Ich war ja früher bei StudiVZ, das war ja noch vor Facebook-Zeiten, Mitglied in einer Gruppe, die hieß, das deutsche Fernsehen hat volksverdummendes Niveau erreicht. Und das war schon vor 20 Jahren so. Und wer sich jetzt das Fernsehen am Nachmittag mal anschaut bei uns, es ist Sturm der Liebe. Es ist nicht besser geworden. Nein, es ist Blödsinn hoch drei. Und das ist auch ein ganz wichtiges Argument, was ich in meiner Klage angeführt habe, um mal auf die rechtliche Grundlage, das hattest du ja schon angesprochen, zurückzukommen. Die rechtliche Grundlage eines Beitrags oder einer Gebühr ist immer ein individueller Vorteil. Das ist ganz wichtig, ein individueller Vorteil. Und ich habe dann vor Gericht so argumentiert, dass ich sage, Fernsehen macht dumm. Dummheit ist kein Sondervorteil. Das kann man auch bei mir auf der Webseite, also bei uns auf der Webseite schwarzzahler.de, habe ich einen schönen Artikel geschrieben, Dummheit ist kein Sondervorteil, und habe das so begründet vor dem Gericht. Der Richter hat das auch alles schön angenommen, aber abgewiesen ist meine Klage trotzdem worden. Also sprich, die GEZ, also vielmehr die Haushaltsabgabe, wurde ja eben damit begründet, dass es eben einen individuellen Vorteil jetzt gibt, wenn man dieses Programm bezieht. Ja? Und das ist nicht mehr auf Personen bezogen, sondern auf eine Wohnung. Richtig. Dass also jede Wohnung, ganz gleich, ob sie sie nutzen oder nicht, die Bewohner dieser Wohnung, es wird diese Haushaltsabgabe fällig. Es ist nicht ganz gleich, ob sie die Wohnung nutzen. Da gehen wir jetzt aber schon zu sehr ins Detail. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber ja, die wird erstmal grundsätzlich für jede Wohnung fällig. Na, ich habe gemeint, ob sie einen Fernseher nutzen oder nicht. Genau. Ja, leerstehende Wohnungen mindestens 3 Monate müssen nicht bezahlt werden und so weiter. Aber das sind so diese rechtlichen Feinheiten, da setze ich mich auch manchmal mit auseinander. Das ist ziemlich stressig teilweise. Das ist auch wichtig, da wirklich tief einzutauchen, um dann die Zusammenhänge auch zu verstehen. Aber ich denke, für unser Interview ist es jetzt... Egal, genau. Das ist nicht so wichtig. Mir geht es nur darum, die rechtliche Grundlage, auf der die Haushaltsabgabe steht... Ist die deiner Meinung nach reformbedürftig oder ist es überhaupt rechtens? Nein, das ist definitiv überhaupt nicht rechtens, was da passiert. Das will ich auch noch mal weiter ausführen. Also das war ja jetzt mit Dummheit ist kein Sondervorteil, ist ja nur der eine Aspekt der Sache. Und der zweite ist, dass das Gericht auch geschrieben hat, ich habe mir das, glaube ich, hier notiert, wo ich einfach nur noch mit dem Kopf schütteln kann. In einem Urteil, das war auch in Hamburg. Und zwar schreibt das Gericht, der Gesetzgeber hat einen realitätsgerechten Anknüpfungspunkt für die Beitragspflicht gewählt. Die Erhebung des Rundfunkbeitrags knüpft an das Innehaben einer Wohnung an. Der durch den Rundfunkbeitrag abzugeltende Vorteil, die Nutzungsmöglichkeit des öffentlich-rechtlichen Programmangebots, wird hierdurch angemessen erfasst. Das heißt, solche Sätze muss ich immer erstmal übersetzen. Ja, deswegen, das mache ich für dich. Das heißt, das ist alles gerecht, weil der Besitz einer Wohnung oder das Innehaben, das Bewohnen einer Wohnung ermöglicht den Rundfunkempfang.
Was natürlich, ne, dann sage ich, das habe ich auch den Vertreter der Gegenseite direkt vor Gericht gefragt, sage ich, gehen Sie mal in eine leere Wohnung rein, wie wollen Sie denn dann Rundfunk empfangen? So, und dann ist das Nächste, dann schreibt das Gericht in der Ausführung irgendwas von Smartphones, irgendwas von prozentualen Sachen. Dann sage ich, ich brauche doch zum Empfang von Rundfunk, selbst wenn es über Smartphone oder irgendein Ghetto-Blaster ist, brauche ich doch keine Wohnung. Ja, dann, ich kann mich da sogar als Obdachloser mit einem fetten 75-Zoll-Fernseher auf die Straße setzen und die Leute, die vorbeikommen, alle auslachen und sagen, ich zahle nicht dafür, dass ich Rundfunk empfange. Und das ist also, dieses Urteil vom Gericht ist vollkommen realitätsfern. Das heißt, wenn ein Obdachloser öffentlich-rechtliche Medien konsumiert, muss er nicht dafür zahlen, weil er gar keine Wohnung hat. Richtig. Und derjenige, der eine Wohnung hat, der hat den Sondervorteil, dass er das sehen kann. Obwohl er es gar nicht sehen möchte. Ja. Das erschließt sich mir einfach nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Richter da vielleicht bin ich da einfach nicht klug genug, um das nachzuvollziehen. Mhm. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also für mich ist das, ich hatte auch mal überlegt, tatsächlich hatten wir ja auch darüber gesprochen, so eine Aktion zu bringen, einfach wirklich, um das den Leuten mal klar zu machen. Ich würde auch mal eine Nacht in Hamburg auf dem Jungfernstieg oder irgendwo anders im Gebüsch schlafen und mir dann den Fernseher oder das Radio da vors Zelt stellen und dann hinschreiben, ihr habt den Sondervorteil des Rundfunkempfangs dadurch, dass ihr eine Wohnung habt und ich empfange den Rundfunk ohne Sondervorteil. Das ist so vom Gericht geurteilt worden. Mhm. Okay, so. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Also mach doch mal so eine Performance. Ja. Das können wir machen. Muss ja nicht gleich ein 75-Zoll-Monitor sein. Es reicht ja auch so einer. Ja. Ich will mir den Kram ja auch gar nicht antun. Das ist ja das Nächste. Ja. Also dann müsste ich schon, keine Ahnung, weißt du, da würde ich so einen Fake-öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen, da würde ich vielleicht ein ARD-Logo auf den Fernseher draufkleben und in Wirklichkeit mir nur Wieso-Beitrag angucken. Die Leute verstehen es auch so, worum es geht. Ich glaube, ein Großteil der Gelder, die durch die Öffentlich-Rechtlichen eingesammelt oder die den Öffentlich-Rechtlichen zur Verfügung stehen durch die Haushaltsabgabe, fließt ja auch gar nicht ins Programm, sondern geht alleine in die Gehaltsstrukturen, vor allem die Pensionen. Es sind ja horrende Summen, die da bezahlt werden. Jeder möchte in die Medien, weil da gibt es eben viel mehr Geld wie beim Bosch am Band oder bei Mercedes oder sonst irgendwo. Und wenn man dann da mal die Leiter hochgefallen ist in diesem System, ist man ja dann mehr oder weniger auf Lebenszeit dabei mit einer echt fürstlichen Pension. Wenn man sich mal anschaut, was Tagesschau, Tagesthemenmoderatoren im Jahr bekommen, dann wird klar, dass die natürlich alle wollen, dass dieses System weiter am Leben erhalten wird. Ja, es ist mittlerweile ein sich selbst erhaltendes System geworden, das seine ursprünglichen Pflichten überhaupt nicht mehr erfüllt. Mhm. Und das hat also ja diejenigen, die es am meisten verteidigen, sind diejenigen, die auch am meisten davon profitieren. Exakt, das ist okay. Der Punkt. Und das Witzige ist, das kriegt man auch offiziell sozusagen von der Bundesregierung, glaube ich, bestätigt, kann man vielleicht so sagen. Es gibt da dieses Gutachten, öffentlich-rechtliche Medienaufgabe und Finanzierung vom Bundesministerium der Finanzen. Mhm. Ja, das heißt, das ist jetzt richtig so ein schön aus der Bundesdruckerei, habe ich mir kostenlos zuschicken lassen. Da haben sich mal ein paar vermutlich intelligente Leute Gedanken gemacht. Hier hinten ist so eine Liste mit ganz vielen Namen. Professor Doktor. Und ich lese mal kurz den ersten Satz aus der Einleitung vor. Da steht: Die technischen Gründe, mit denen einst das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerechtfertigt wurde, sind heutzutage weitgehend verblasst. Die Zahl der Programmkanäle ist technologisch bedingt stark angestiegen, die Eintrittskosten für neue Programmanbieter sind rapide gesunken und so weiter und so fort. Und Sie sprechen auch eine Empfehlung aus, also mehrere Empfehlungen. Sollte sich der Gesetzgeber entweder für eine klare Finanzierung aus dem allgemeinen Haushalt oder für eine moderne Nutzungsgebühr, die beispielsweise dem Subskriptionsmodell im Zeitungsmarkt folgt, entscheiden. Das ist genau das, was wir zu Anfang besprochen haben, dass die Leute sich aussuchen, wofür sie bezahlen. Also in einer, oh Moment, das muss ich erst verarbeiten, ja. In einer offiziellen Broschüre der Bundesregierung selber steht drin, dass sich das Mediensystem selbst überholt hat, weil durch die technischen Neuerungen, und man sollte doch gefälligst eine Lösung finden, die allen taugt. Mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, ob das, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus, ob das direkt von der Bundesregierung ist, aber sieht zumindest sehr offiziell aus, das Dokument, und man kann es auch offiziell auf der Webseite der Bundesregierung sehen. Heißt, denen ist durchaus klar, dass da irgendwie Handlungsbedarf besteht. Ja. Ich denke, muss man ein bisschen differenziert sehen. Es gibt in jedem System gibt es die Leute, die die Wahrheit kennen und auch die Wahrheit sagen, und die Leute, die an der Macht sind und ihre Interessen durchsetzen. Und das sind oftmals nicht die gleichen Leute. Mhm,
Also wir kämpfen hier mit einer neunköpfigen Schlange sozusagen. Ja, wenn man einen Kopf abschlägt, das ist ein drastisches Beispiel jetzt, wachsen zwei nach. Hast du denn Hoffnung, Ja klar. dass man dieses System in naher Zukunft reformieren Sonst kann? würde ich nicht hier sitzen. Klar, logisch. Es ist ja auch eine hypothetische Frage, aber eher in die Richtung so, was müsste jetzt passieren, dass wirklich ein Bewusstseinssprung, ein Erkenntnissprung einsetzt, dass immer mehr Leute sagen, okay, ja, das stimmt wirklich. Erstens, es ist gar nicht schlimm, wenn ich das verweigere. Zweitens, ich bin da nicht alleine. Und drittens, anders geht ja auch gar nicht, dass da eine Änderung kommt. Was müsste jetzt passieren? Okay, wir machen eine Sendung, das sehen wieder Zehntausende Ja. Menschen mehr, vielleicht sogar Hunderttausend oder noch mehr, das ist nicht wenig. Da könnte schon mal ein Impuls kommen, aber was glaubst du, was passieren müsste, dass wirklich so ein Drive entsteht, so ein Momentum einfach auch, ja? Ja, also über die Frage habe ich mir natürlich auch lange den Bruch zerkopfen, ne? Kopf zerbrochen. Ja. Und letztendlich ist das Wichtigste erstmal, dass die Menschen erkennen, was eigentlich abgeht. Also letztendlich, wie da die Berichterstattung beispielsweise im ZDF stattfindet, dass da wirklich alte Archivbilder aus dem Georgienkrieg oder von irgendwelchen russischen Manövern genommen werden und betitelt mit die Russen marschieren in die Ukraine ein. Ich würde das gerne hier zeigen, wir dürfen es aber aus urheberrechtlichen Gründen nicht zeigen. Das ist jetzt auch wieder so eine Geschichte, wo auch die EU gerade wieder zuschlägt mit den Upload-Filtern, wo sozusagen unter dem Deckmantel des Urheberrechts praktisch ein, ich sag mal, System etabliert wird, was sehr gut zur Zensur geeignet ist. Also die Leute müssen erstmal sehen, was eigentlich abgeht, also die Wahrheit erkennen. In dem Moment, wo sie erkennen, dass das Rundfunksystem gar nicht den Auftrag erfüllt, den es eigentlich hat, glaube ich, da kommt auch schon der Wunsch, das nicht mehr zu bezahlen. So. Und das nächste ist dann einfach zu erkennen, dass sie kämpfen können. Ja, also ich bediene hier als Beispiel, ich habe es gemacht. Ich hatte die Zeit, ich hatte das Geld und ich hatte auch glücklicherweise den Mut. Ja, nicht viele Menschen, die sind einfach eingebunden in ihr Leben, die haben viele andere Sorgen, die haben auch nicht die Zeit, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber wirklich auch zu erkennen, man kann kämpfen und es birgt keine Risiken. Und man kann viel Spaß dabei haben, wie wir in unserem Video gesehen haben. Ne? Also wirklich die Angst beiseite lassen und sich auf die positiven Seiten dieses Konflikts, dieses Kampfes zu konzentrieren. Also ich habe unheimlich viel gelernt bei den ganzen Sachen, über unser Rechtssystem, bei der Gründung der Schwarzzahler, so Gruppendynamiken und alles. Das ist ein klasse Prozess. Also ich kann immer nur sagen, danke öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und es ist auch ganz wichtig, sozusagen diese Dankbarkeit für das, was wir schon haben, die Dankbarkeit für unsere Rechte, unsere Meinung offen sagen zu können, aber diese Rechte dann auch wirklich zu nutzen. So, wenn die Angst weg ist, wenn man den Mut hat, dann muss man eigentlich nur noch den richtigen Weg kennen und gehen. So, und das ist eben die Zahlung verweigern und auch die Mitmenschen informieren. Sozusagen sich als Informationsmultiplikator betätigen, sagen, also das kann eigentlich erst jemand machen, der wirklich ein bisschen verstanden hat, was da eigentlich läuft. Und vor allem ist es auch wichtig, das Ganze liebevoll zu tun, weil es bei mir so war, als ich realisiert habe, dass dass diese Matrix, die sozusagen hier für uns aufgebaut worden ist, dass das alles nicht real ist, dass dieses Rechtssystem gar nicht so rechtens agiert, wie immer vorgegeben wird, da ist für mich schon so eine Welt zusammengebrochen. Und das wird ja auch im Film sehr, sehr deutlich jetzt bei Matrix, Bei der Matrix meinst du genau wie jetzt, er ja? sich da übergibt, weil es einfach extrem schwer zu ertragen ist, was da draußen abgeht. Es gibt eine Szene, da liegt Neo dran, gerade frisch abgekoppelt so nah und sagt dann zu Morpheus, meine Augen brennen so, wieso denn? Ja, weil du die Realität noch nie gesehen hast. Ja, weil du sie noch nie benutzt du hast hast. die Augen noch nie benutzt, Genau. also sprich, du hast die Augen bisher immer geschlossen Ja. gehabt, ja. So. Und für diesen Schritt muss man bereit sein. Und er sagt es ja auch ganz klar, entschuldige bitte, dass ich dich da rausgeholt habe. Normalerweise machen wir das nur mit jungen Leuten. Das heißt, ein Informationsmultiplikator, der losgeht, um andere Menschen aufzuklären, der muss sehr rücksichtsvoll und liebevoll sein, weil letztendlich in dem Moment, wenn dieses Weltbild zusammenbricht, das für denjenigen unheimlich schmerzhaft ist. Und deswegen wehren sich die Menschen auch so dagegen. Also ich habe schon mit sehr vielen Leuten gesprochen und die wollen es einfach nicht wahrhaben. Ja, warum auch? Weil dieser Schmerz dahinter lauert. Und Wer will sich auch selber eingestehen, dass man auf dem Holzweg war? Ja. ja gut, da finde ich das dann immer auch wichtig zu erkennen, dass man da selber eigentlich keinen allzu großen Anteil dran hat. Einfach zu sagen, okay, ich bin da jetzt reingeboren worden.
Ich habe das alles erstmal so angenommen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Also man hätte mir natürlich auch als Fünfjährigen vorwerfen können, warum glaubst du denn die Propaganda, die da in der Tagesschau läuft? Da muss ich ganz ehrlich sagen, Fünfjähriger ist dazu nicht in der Lage. Wir sind dazu jetzt in der Lage, weil wir das Internet haben, weil wir uns gut austauschen können. Deswegen wird ja auch immer wieder auf diese ganze Internetthematik so geschossen mit den Upload-Filtern und ACTA, was es nicht damals gab. Also letztendlich zu erkennen, dass man selber gar nicht die Wahl hatte, als in dieses System reingeboren zu werden. Also sich nicht diese Schuldkarte oder dieses Schuld, was auch immer, Etikett aufzudrücken, oh je, ich habe was falsch gemacht, sondern einfach nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, das ist bisher schlecht gelaufen, aber jetzt machen wir es einfach richtig. Also ich finde die Gedanken sehr gut von dir. Gib mir auch selber wieder mal Ansporn, vielleicht meinen eigenen Gedanken darüber zu überdenken, zu Hause bei mir, dass ich diesen Kampf aufnehme mit allen Beteiligten. Aber wie kann man denn mit euch in Kontakt auftreten? Du hast gesagt, du hast die Schwarzzahler gegründet. Ja. Was seid ihr für eine Truppe? Macht ihr Veranstaltungen? Trefft ihr euch regelmäßig? Wie kann man euch kontaktieren? Also am einfachsten ist es über die Webseite, ne? schwarzzahler.de. Da steht wie in jedem guten Impressum meine Telefonnummer, Adresse und auch E-Mail-Adresse. Das heißt, man kann dich auch um Rat fragen, wenn jemand Hilfe braucht, wie könnte ich jetzt den nächsten Schritt machen? Theoretisch und so weiter. Meine Bitte dann einfach, wenn ihr jetzt demnächst 1, 2, 3, 4 Millionen Views habt, dass nicht jeder gleich bei mir zu Hause anruft. Sondern das würde tatsächlich, also das ist jetzt auch noch so eine Idee, die ich habe, diese Informationsmultiplikation, da sozusagen so eine Art Schule zu etablieren, wirklich auch für die Menschen, die diesen Auftrag übernimmt. Dann wirklich die Leute zu schulen, wie kann ich meinen Mitmenschen auf sanfte Art und Weise die Augen öffnen für das, was hier abgeht. Mhm. Und vor allem raus aus der Angst. Das genau, so. Immer das zur so. Liebe hin. Mhm. Also das ist so das Wichtigste, was ich auf diesen Mahnwachen gelernt habe, das ist für, nicht gegen. Also wir gehen nicht aus der Angst raus. Ich sage es vorhin schon mal, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Das Wort Angst löst Angst aus, das Wort Liebe löst Liebe aus. Wir gehen also in die Liebe rein. Also wir sind nicht gegen die Haushaltsabgabe, sondern für ein gerechtes und freies Exakt. Fernsehen. Exakt, so ist das. Ja. Dafür bin ich ja auch gerne dabei. Ja. Christoph. Vielen Dank für deinen Einsatz, dass du extra aus Hamburg bis hierher gekommen bist. Ist ein weiter Weg. Ich wünsche dir alles Gute und ich bin schon mal gespannt, was im nächsten Jahr alles passieren wird. Gibt es bestimmt vielleicht ein Update mal. Mit Sicherheit. Ansonsten auch auf unserer Webseite nachschauen. Da halte ich ab und zu mal auf dem Laufenden. Alles Gute dir. Danke. Danke fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Und wie gesagt, ein Tipp von ihm. Wo ist er, der große Smiley? Auf jeden Fall nicht in die Angst kommen, sondern immer mit einem Lächeln dabei bleiben. Bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal bei Nur Wieso. Genau, da sind wir. Ciao.